Produktionsspiegel 2021. Punkt, 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 Punkt. A, E, I, O, U, das schnelle Alphabet der Liebe. 431.600 Euro. Inhalt. Sie dachte, das würde ihr nicht mehr passieren. Er wusste gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Eine Dame und ein Dieb, nur eine weitere unmögliche Liebesgeschichte. Bibi und Tina, einfach anders. 840.554,09 Euro. Inhalt. Bibi und Tinas neuestes Abenteuer könnte abgedrehter nicht sein. Der Sommer beginnt mit einer Identitätssuche, Falschnachrichten, die im Radio verbreitet werden, vermeintlichen Aliens, die aus der Zukunft kommen und drei außergewöhnlichen Feriengästen namens Disturber, Spooky und Silence. Es scheint, als wäre diesen Sommer alles möglich und vor allem, jeder einfach anders. Doch das trifft nicht auf Bibi und Tina zu, die sind wie immer sie selbst, was vor allem bedeutet, dass man sich auf die besten Freundinnen immer verlassen kann. Butterfly Thale. 491.518,09 Euro. Inhalt. Patrick ist ein mutiger, einfallsreicher Teenage-Schmetterling, der nicht fliegen kann, aber davon lässt er sich nicht unterkriegen. Butterfly Thale handelt von Abenteuer, Selbstverwirklichung und Heldentum und erzählt mit viel Humor davon, dass unsere Gemeinsamkeiten weit wichtiger sind als unsere Unterschiede und dass Widrigkeiten unsere wahre Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Caveman. 66.338,87 Euro. Nachbewilligung. Inhalt. Bobs Frau macht Schluss, direkt vor seiner großen Comedy-Show. Dabei wollte er heute auf der Bühne endlich den Unterschied zwischen Mann und Frau aufdecken, den ihm ein Uran aus der Steinzeit in einer Vision verraten hat. Rob muss das Publikum begeistern und live die Frau seines Lebens zurückerobern. Cicero. 5031,70 Euro. Nachbewilligung. Inhalt. Der internationale Kinodokumentarfilm Cicero zollt den Ausnahmemusikern Mr. Golden Hands, Eugen Cicero und Roger Cicero Tribut. Namenhafte Wegbegleiter. Gefährten und Zeitzeugen spannen ein dichtes filmisches Netz und beleuchten zum einen ein Genie, das sich immer neu erfand, zum anderen einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands, der auf dem Zenit seiner Karriere verstarb. Ein Filmstoff mit zwei außergewöhnlichen Musikerbiografien, die eine besondere Vater-Sohn-Beziehung offenbart. Coming Home, Ad. 228.000 Euro. Inhalt. 9 Jahre, 11 Monate und 2 Wochen hat sich Standfrau Christina, 29, bewiesen, dass sie eine gute Autofahrerin ist und muss nun in einem Rollstuhl zurück in ihr Dorf zu ihrem Vater, wo sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, vor der sie jetzt nicht mehr davonlaufen kann. Der Fuchs. 715.677,73 Euro. Inhalt. Der Fuchs ist die wahre Geschichte von Franz Streitberger, einem Motorradkurier des österreichischen Bundesheeres, der mit dem Anschluss in die Wehrmacht eingegliedert wurde. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs trifft der introvertierte junge Soldat auf einen verwundeten Fuchswelpen, den er versorgt wie sein eigenes Kind und mit in das besetzte Frankreich nimmt.
Durch diese sonderbare Freundschaft mit dem Tier holt ihn seine eigene Vergangenheit als verstoßener Bauernsohn langsam ein, vor der er stets davon gelaufen ist. Punkt, 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 Punkt. Der Räuber Hotzenplotz. 1.320.000 Euro. Inhalt. Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter wurde gestohlen. Kasperl und sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzenplotz zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers Petros Elius Zwackelmann, bei dem sie die wunderschöne Fee Amaryllis entdecken, die es nun ebenfalls zu befreien gilt. Der ermittelnde Polizist Dimpfelmoser sowie die Hellseherin Schlotterbeck mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel Vasti sorgen für weiteres Durcheinander. Werden es die beiden Freunde schaffen, sich aus ihrer Gefangenschaft zu befreien? Punkt, 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 Punkt. Die Känguru-Verschwörung. 2.400.000 Euro. Inhalt. Mark Uwe und das Känguru brechen zu einem Roadtrip auf, um Marias Mutter Lisbeth, die inzwischen überzeugte Klimawandelleugnerin ist, zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Leichter gesagt als getan, denn Lisbeth ist mittlerweile ein richtiger YouTube-Star unter den Verschwörungstheoretikern. Die Schule der magischen Tiere. 122.341 Euro und 36 Cent, Nachbewilligung. Inhalt. In der neuen Stadt findet Ida nur schwer Anschluss. Da verkündet die schräge Lehrerin Miss Cornfield, dass bald jeder aus der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Ida erhält den sprechenden Fuchs Rabatt. Als die Tiere in Gefahr geraten, muss Ida sich mit den anderen Kindern verbünden, um sie zu retten. Die Schule der magischen Tiere, Teil 2. 2.259.060 Euro. Inhalt. Mysteriöse Löcher auf dem Schulhof der Wintersteinschule bringen Ida auf eine Spur. War der Schulgründer Wunibald in Wirklichkeit eine Frau? Doch bevor sie diesem Rätsel mit ihrem magischen Fuchs Rabatt nachgehen kann, muss Ida das große Schultheaterstück auf die Bühne bringen, zu dem sogar ihr Vater kommen möchte. Doch Jo hat Lampenfieber und Helene vermasselt Annalena ständig ihre Auftritte. Als dann auch noch ihre Tierfreunde in den einstürzenden Gängen auf gefährliche Beweissuche gehen, muss die magische Gemeinschaft lernen, zusammenzuhalten. Die stillen Trabanten. 755.000 Euro. Inhalt. Ein Imbissbesitzer raucht nachts mit seiner muslimischen Nachbarin im Treppenhaus. Ein Wachmann bewacht das Objekt 95, eine Trabantenstadt, in der ein Ausländerwohnheim liegt. Eine Frau von der Bahnreinigung trinkt nach ihrer Schicht in einer Bahnhofskneipe. Drei Geschichten miteinander verwoben. Echo. 296.290 Euro und 71 Cent. Inhalt. Der Fund einer Mädchenleiche im Moor von Friedland ist Hauptkommissarin Haders erster Einsatz nach der Rückkehr von einer traumatischen Auslandsmission. Doch statt den Fall zu lösen, befördert die Konfrontation mit der brutalen Geschichte Friedlands eine schwere Schuld aus Haders eigener Vergangenheit zurück an die Oberfläche und zwingt sie, sich dessen Echo zu stellen. Eine Woche in die Jabacke. 151.690 Euro. Inhalt.
Ein Mitglied einer geheimen Antiterroreinheit in der Türkei gerät unter tödlichen Verdacht seiner eigenen Organisation und bietet einem idealistischen deutschen Dokumentarfilmemacher brisante Informationen. Im Gegenzug soll dieser ihm helfen, politisches Asyl in Deutschland zu beantragen. Evolution. 193.463,20 €. Inhalt. Details einer Familiengeschichte, 3 Fragmente. Es scheint keine Verbindung zwischen ihnen zu geben, obwohl es die tiefste von allen ist. Das ost- und mitteleuropäische Judentum. Ein fast werkessener Teil der europäischen Geschichte. 3 Generationen. Eva, die Überlebende, ihre Tochter Lena und Lennes Sohn Jonas. 3 Orte. Auschwitz, Budapest, Berlin. Featuring Ella. 795.000 €. Inhalt. Ein letztes großes Abenteuer der besten Freundinnen Ella, Romy und Kahit vor dem Erwachsenwerden und die schöne Gewissheit, dass beste Freundinnen es locker mit der ersten Liebe aufnehmen können. Frankie 5 Star. 337.920 €. Inhalt. Frankie lebt mit angezogener Handbremse. Das findet auch ihre beste Freundin Katja. Frankie hat jedoch ein Geheimnis. In ihrem Kopf wohnt sie mit 4 Persönlichkeiten Ella, Frank, Leni und Frau Franke in einem alten Hotel. Sie alle teilen sich Frankies Körper in der echten Welt. Während Frankie einfach nur ihr Leben in den Griff kriegen will, haben ihre alter Egos ganz eigene Ziele. Die wollen Liebe oder endlich mal Sex. Als sie ausgerechnet Katjas neuem Freund Hasi immer näher kommt, bricht in ihrem Kopfhotel Chaos aus. Punkt, 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 Punkt. Freibad. 910.000 €. Inhalt. Beruhend auf wahren Geschichten, die sich in einem Jahrhundertsommer abgespielt haben, als immer mehr Damen im Freibad das kühle Nass aufsuchen, fühlen sich deutsche Frauen bedrängt und türkische Frauen missachtet. Als auch noch eine Gruppe Araberinnen auftaucht, wird es richtig eng. Emotionen schlagen hoch. Kämpfe brechen aus um den besten Platz am Beckenrand und um die Aufmerksamkeit des plötzlich angeheuerten einzigen Mannes. Bademeister Nils. Himbeeren mit Senf. 239.133,98 €. Inhalt. MEERI ehrlich? 13 hat 3 Probleme. Erstens. Sie hat Schmetterlinge im Bauch und ist verliebt, aber in den falschen. Zweitens. Ihre Mutter ist tot und fehlt ihr. Drittens. Ihr Vater ist Bestattungsunternehmer und sucht eine neue Frau. Dafür hat Mary etwas ganz Besonderes, das nur ihr gefällt. Sie kann fliegen. Punkt, 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 Punkt. Inside. 815.000 €. Inhalt. Inside erzählt die Geschichte von Nemo, einem Kunstdieb, der auf der Jagd nach wertvollen Kunstwerken in eine Sammler-Pentouse-Wohnung einbricht. Beim Betreten der Wohnung bricht das Sicherheitssystem zusammen. Es folgen Fehlfunktionen. Er ist gefangen. Zunächst erwartet er, dass seine Komplizen ihm helfen. Dass Sicherheitsleute oder die Polizei auftauchen, oder der Besitzer, doch niemand kommt. Er hofft, dass eine Putzfrau vorbeikommt, ein Diener oder jemand, um das Aquarium zu reinigen. Irgendjemand. Doch niemand kommt.
Aus Tagen werden Monate. Er ist in einem Gefängnis. Mit exquisiten, seltsamen, sogar unheimlichen Kunstwerken eingesperrt. Kunstwerke, die er begehrte und bewunderte. Doch jetzt nutzlos für ihn sind. Satt dessen muss er all sein Können und Erfindergeist unter Beweis stellen, um zu überleben. Er bricht in alle verschlossenen Räume ein, um Lebensmittel und Getränke zu finden. Das luxuriöse Penthouse, dieser Ort der Perfektion und Sehnsucht, hat sich in ein Gefängnis verwandelt. Eine Folterkammer. Und dann in einen Ort der Offenbarung. Jagdsaison, et 816.000 Euro. Inhalt. Um ihre von der Midlife-Crisis schwer gebeutelte Freundin Marlene von einem folgenschweren Sexdate abzubringen, begleitet Eva, eine geschiedene Mutter mit einem Talent für Katastrophen, sie und die neue Freundin ihres Ex-Mannes zu einem vorgetäuschten Wellness-Wochenende. Küssen. 248.386 Euro und 95 Cent. Inhalt. Zwei ehemals beste Freundinnen haben sich über eine schlimme Betrugsgeschichte entzweit. Laura und Maria begegnen sich seit Jahren der Funkstille am Sterbebett von Marias Schwester wieder. Alle drei Frauen stehen kurz vor dem inneren Kollaps. Erst die Auseinandersetzung mit ihren verdrängten Gefühlen zueinander bringt Erlösung. Kurt. 1.025.120 Euro. Inhalt. Lena hat mit ihrem Freund Kurt ein Haus gekauft. Es scheint, als wäre ihre größte Herausforderung, sich an die neuen Familienverhältnisse zu gewöhnen und daran, dass Brandenburg nun zu Hause sein soll. Liebesdings 3000. 1.700.000 Euro. Inhalt. Deutschlands größter Filmstar Marvin gilt als absoluter Traummann, vergöttert von Millionen. Als seine Karriere ins Wanken und er in eine Schmutzkampagne gerät, begegnet er zufällig seiner Traumfrau. Doch die will erstmal so gar nicht.